Ja, guten Tag, mein Name ist Matthias Möller. Ich bin seit 25 Jahren freiberuflicher Trainer und Coach in Augsburg. Das heißt, ich helfe Menschen, Probleme zu analysieren, aber nicht nur zu analysieren, sondern dann auch durch neue Erfahrungen mit sich selber und durch Veränderung ihrer Landkarte gewissermaßen zu lösen. Dazu besitze ich sehr effektive Methoden, die Tibeter würden sagen, das ist das Schwert, das ist das Werkzeug, um was zu verändern. Aber ich gebe eben auch Meditationsseminare und das ist das, die Tibeter würden sagen, wo man Weisheit und Mitgefühl entwickelt. Und dieses Gleichgewicht zwischen technischen Möglichkeiten und Weisheit und Mitgefühl sind in unserer Gesellschaft nicht mehr im Gleichgewicht. Und genau genommen war das immer ein Anspruch des Menschen, diese Dinge in Gleichgewicht zu bringen. Und dafür gibt es einige Worte, die sich um das Wort Gelassenheit gruppieren. Und mein heutiger Impuls geht zum Thema Gelassenheit und warum Gelassenheit so wichtig ist. Aber da wir zur Gelassenheit sprechen, sollten wir erstmal aus dem analytischen Verstand hinausgehen, aus dem zupackenden, zugreifenden, aus dem technischen, zielgerichteten Denken und zur Ruhe kommen. Und dazu habe ich wieder eine Klangschale da. Entschuldigung, ein Nieser. Und die werde ich schlagen und die wird uns helfen, etwas zur Ruhe zu kommen. Ja, Gelassenheit ist ein Grundwort der deutschen Mystik. Meines Wissens ist es sogar von Meister Eckhart geprägt worden. Es durchzieht die Geistesgeschichte, aber auch die Geschichte der Psychologie. Es gibt auch verschiedene andere Worte noch dafür, wie Indifferenz, wie Gleichmut, entsprechende lateinische Begriffe natürlich auch, aber sie besagt etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Meister Eckhart sagt es ganz kurz, je mehr du dich selber lässt, je mehr geht Gott in dich ein. Und gerade der späte Heidegger befasst sich dann sehr mit Meister Eckhart und hat wieder ein eigenes Buch über Gelassenheit geschrieben, das im Grunde diese ganze Thematik auf unser technisches Zeitalter sehr prophetisch, sehr weise anwendet. Und für mich ist Gelassenheit etwas sehr, sehr Essentielles. Wenn Sie als Berater, als Coach im weitesten Sinne mit Blockaden, mit Störungen der Menschen arbeiten, mit Problemen arbeiten, aber auch mit Zielen der Menschen arbeiten und sie wollen, dass die Person als Ganzes dabei wächst und nicht nur Einzelaspekte, die das Gleichgewicht noch mehr in Unruhe bringen, brauchen sie ganz einfach ein gewisses Maß an Gelassenheit. Gelassenheit ist das, was Menschen Vertrauen schafft. Sie kommen, weil jemand, der selber Lebenserfahrung hat, der selber Ängste im Leben erfahren hat, weil jemand, der im Leben Not erlitten hat, weil jemand, der durch Krankheiten, durch Versagen, durch Misserfolge gegangen ist, dort sitzt und trotzdem die Orientierung im Leben bewahrt hat. Und
Gelassenheit ermöglicht eine Liebe, die unabhängig ist von Resultaten, die unabhängig ist von bestimmten Handlungen, sondern die auf das Sein selber geht. Gelassenheit kommt vom Sein und sie geht auf das Sein. Und Gelassenheit ermöglicht einen breiten Blickwinkel, während zielgerichtetes Denken sehr fokussiert ist, während Stress noch mehr uns fokussiert, ermöglicht Gelassenheit wieder die Seele weit werden zu lassen und auf den Personenkern selber zu schauen. Ja, und diese Erfahrungen, die dann im Extrem möglich wären, wenn man gelassen ist, also wenn Meister Eckhart sagt, je mehr du die Dinge lässt, je mehr geht Gott in dich ein, muss Gott in dich hineingehen, wenn du dich selber lässt, wenn du dein eigenes Ego loslässt, wird Gott ganz in dich eingehen. Diese Erfahrung einer ganz, ganz großen Weite, weil metaphysisch gesehen steht Gott für das Ganze, für das Universum, für die Natur. Deshalb, wenn Leute sagen, sie glauben nicht an Gott, dann sagen sie, sie lehnen einen bestimmten Begriff von Gott an. Wenn sie aber sagen, sie glauben an die Natur, dann glauben sie an ein größeres Ganzes. Wenn sie sagen, sie glauben ans Universum, glauben sie unbedingt an etwas größeres Ganzes. Manche Leute nennen das Sinn. Manche Leute wie Viktor Frankl mit seiner Therapie nennt das Logos. Und manche Leute nennen das wie Heidegger Sein. Ja, Sein ist das Grundwort der europäischen Philosophie. Und bei Heidegger ist es so, dass das Sein sich dadurch lichtet, indem wir aus der Sorge hinausgehen. Also wieder, wir lassen die Sorge. Die Sorge ist immer mit unserem Ego verhaftet und wir öffnen uns für das Sein. Aber das sind ja alles jetzt zunächst einmal schöne Gedanken, aber wie macht man das? Wie kommt man dahin? Wie kommt man in eine Indifferenz, die große Teresa so ausgedrückt hat, Teresa von Avila, eine spanische Mystikerin. Dein bin ich geboren zu dir. Was verfügst du zu tun mit mir? Gib mir Reichtum oder Armut, gib mir Trost oder Trübsal, gib mir Frohlocken oder Trauer, süßes Leben, Sonne ohne Schleier, da ich ganz mich hingab. Was verfügst du zu tun mit mir? Das Du, das dort angesprochen ist, würde Heidegger das Sein nennen, würden manche das Universum, würden manche die Natur nennen. In manchen Meditationswegen im asiatischen Raum ist der Geist an sich nicht mehr personalisiert, sondern es geht darum, den Geist selber zu erfahren, der dann aber selber wieder in der Nichtung des eigenen Ichs als Fülle uns begegnet. Und wie kommt man dahin? Das ist eben diese große, große Frage. Und da gibt es nur eine Methode, das ist die Meditation meines Wissens, beziehungsweise der Königsweg dorthin ist die Meditation unter allen Wegen im Japanischen, Ikebana, Judo, Tewe, gilt der Königsweg eben auch die Meditation. Und was bewirkt die Meditation, wenn wir sie wirklich nicht nur so einmal betreiben oder uns Musik anhören und zurücklehnen? Das sind alles wichtige und schöne Sachen, das sind alles erste Schritte. Aber Meditation heißt, einen Weg konsequent zu gehen und sich in eine Art Situation zu begeben, wo wir dem eigenen Ich nicht mehr davonlaufen können, und indem wir uns dem eigenen Ich auch mit seinen Schatten stellen, können wir erst überhaupt die Erfahrung der Loslösung und des Loslassens machen. Mein Meditationslehrer, ein Jesuit, sehr stark von Ignatius geprägt, Franz Jalic, der hat immer gesagt in seinen Seminaren, da gab es dann am Anfang in den ersten Tagen so am Abend so eine Art Runde, wo jeder sagte, wie es geht, und er ist kurz drauf eingegangen. Und wenn man dann so 10 Tage da sitzt oder 30 oder je nachdem
Und es geht immer tiefer in die eigene Seele hinein, dann sieht man, dass das ein Vorgang ist wie in einer Kläranlage, wo erstmal alles in einen Becken hineinkommt und dann können sich die Sedimente setzen und langsam kann sich die klare Flüssigkeit, das klare Wasser nach oben absetzen und vom Schmutz lösen. Aber in diesem Vorgang sieht man eben auch, erlebt man auch, erfährt man auch die Sedimente und in dem Moment, wo man davon weg will, wo man ins Tun geht, rührt man das Ganze wieder auf und dieser innere Klärungsprozess kann nicht stattfinden. Und wenn dann Leute eben bei diesem, in diesem Klärvorgang da mehrere Stunden am Tag meditiert haben, dann kommt der Schatten hoch, dann kommen entweder Schmerzen hoch, es kommen negative Gedanken über jemanden hoch, Wut, Zorn, Trauer, Schmerz, Ärger, Unlust, Langeweile, all das, was wir im Alltag kennen, was eigentlich ganz unsinnig ist, denn unsere sinnliche Wahrnehmung ist so fein. Wenn wir in der Gelassenheit sind, wenn unser Ohr noch ganz intakt ist, wir das Rauschen einer einzigen Körperzelle, dieses Geräusch, das eine Körperzelle macht und zu leben, hören können. Ich selber habe das in einer Kartause erfahren, dass man wirklich gehört hat, wenn das Fenster offen war, wie ein Blatt zu Boden gefallen ist. Und wenn man auf diese ganzen feinen Dinge im Leben lernt zu achten, wird man einerseits sensibler, deshalb ist es auch notwendig, dass solche Prozesse oft langsam vorgehen, weil man braucht dann auch sehr viel innere Stärke, weil man ja nicht nur das Schöne und das Großartige in dieser Welt dann sieht, aber man wird auch offen für das Schöne und wird auch frei von jeder Langeweile, weil Langeweile im Grunde dann gar nicht mehr existiert. Und in diesem Klärungsvorgang, wie gesagt, sagen dann die Leute ja, jetzt ärgern sie sich über ihre Mutter oder über ihren Chef oder über die Kirche, wenn sie bei der Kirche als Priester angestellt waren oder so. Da waren ja sehr viele auch kirchliche engagierte Leute. Und dann hat der Franz immer ein paar sehr, Franz Jalitsch immer ein paar sehr treffende Worte gesagt und dann hat er gesagt am Ende, bist du zufrieden? Und dieses Zufriedensein, unabhängig ob eine Meditation gut oder angenehm ist, dabei bleiben und zufrieden sein, das führt in die eigene Tiefe und führt zu dieser inneren Klarheit, führt zu dieser Weitsicht und führt auch dazu, dass wir dann neu mit anderen Menschen umgehen können. Weil wenn wir uns selbst mit diesen nicht klaren Teilen bei uns lernen zu akzeptieren, können wir auch anderen Menschen wiederum anders zuhören. Ja, das ist dann diese Gelassenheit, die sich nur so entwickelt, meiner Erfahrung nach. Natürlich gibt es Menschen, die von Natur aus begabt sind, in diese Gelassenheit hineinzugehen, aber die Mehrheit unserer Gesellschaft muss um den Hamsterrad unserer Gesellschaft, das sich immer schneller und schneller dreht, zu entgehen, einfach einmal auch aus diesem Hamsterrad, aus dieser Sorge, würde Heidegger sagen, aus diesem Trubel des Alltags hinausbegeben, auf das Wesentliche besinnen und dann von dort wieder neu zurückkehren, um nicht mehr einfach nur in diesem Hamsterrad zu rennen, sondern die Dinge im Leben zu erledigen, die wirklich wichtig sind, die wirklich Bedeutung haben. Aber auch davon nicht seinen Wert an dem, was wir tun, festmachen, sondern wissen, dass der Wert eines Menschen immer etwas ist, was schon vorgegeben ist. Die Natur, das Universum, der Sinn, das Sein hat jeden Menschen gewollt, so wie er ist. Und wenn er in dieses Sein hineingeht, hinaus aus diesem Trubel des Alltags, dann werden sich die Dinge, die wir bei uns oder bei anderen als negativ erleben, auch mit der Zeit klären. Und wir werden verwandelt und gelassener
durch dieses Leben gehen. Dazu wünsche ich Ihnen jetzt alles, alles Gute. Es war heute ein bisschen ein längerer Beitrag, demnächst mehr zu diesen Themen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns entweder hier oder einmal persönlich in einem Seminar oder bei anderer Gelegenheit wieder. Alles Gute und auf Wiedersehen.